Ein Hallo und willkommen zum Best of 2021 und ohne viel zu reden würde ich direkt sagen, Feuer frei. Der Unfallgegner hat bei der Polizei zugegeben, dass er abgelenkt war, 10.500 Euro Schaden, keiner verletzt. Angepasste Fahrweise und vor allem auch gute Reifen sind wichtig bei nasser Fahrbahn. Hier bei Marvin ist es nochmal gut gegangen, hier beim Einsender geht's nicht gut. Er konnte sich aus eigener Kraft wieder befreien und außer einem kaputten Leitpfosten ist hier nichts passiert. Zwischen minus 8 und minus 1 Grad. Dazu geht heute nochmal ein kräftigerer Nordostwind. Im Bergland sind Böen mit. Es waren neue Kandidaten jetzt auf der Liste. Albanien und Mazedonien sind empfohlen geworden. Was haben wir richtig gemacht? Es wird empfohlen, dass man mit denen überhaupt mal beitritt. Dem Einsender Dennis kommt hier ein LKW entgegen, deswegen hat er schon angehalten und er versucht jetzt hier noch zurückzufahren. Aber zu spät. 8.000 Euro Schaden. Achtung! Pass auf, da. Alter! Der Einsender fährt 240 km/h. Hier beim Dennis ist es ordentlich am Regnen und das Auto auf der linken Spur fährt deutlich zu schnell. Und er hat hier auf jeden Fall riesiges Glück gehabt, dass er das Auto noch abfangen konnte. Der Einsender Martin hatte da im Folgenden weniger Glück. Oh fuck. Wobei er hier trotzdem riesigen Schutzengel gehabt hat, dass er hier nur ein bisschen Gras, bisschen Böschung getroffen hat und da keine Bäume erwischt hat. Ey, bist du bescheuert oder was, ey? Hier in dieser Situation ist zweispuriges Linksabbiegen. Ja. Und hier ging es gerade so nochmal gut, in der nächsten Szene hier leider nicht. Schatten oder was? Von Alex und Sparky weg. Ihr habt keine Ahnung, Pfleger. Es ist mit uns. Oh! Ist der verrückt? Die Musik passt hier mal wieder perfekt. Ist der bescheuert, Alter. Ein- und Ausparken ist ziemlich kompliziert. Und die Sophie macht hier genau das Gleiche. Ich wusste das. Oh Mann, was machst du für einen Scheiß? Ich hab sie nicht gesehen. Beliebt ist es auch, die eigene Garage zu rammen.
auf der Fräskante zu parken, aber den absoluten Vogel schießt der Patrick ab. Scheiße! Ja, ich war schuld. Patrick hat hier natürlich Schuld bekommen und obwohl die Autos hier wirklich wüst aussehen, nur Sachschaden, keine Verletzung. Ihr kennt ja sicherlich die Kandidaten, die immer versuchen, im letzten Moment noch die Ausfahrt zu bekommen. Meistens geht das ja noch irgendwie gut. Ey, Alter, nicht dein Ernst, Mann. Aber meistens ist halt nicht immer. So wie bei diesem schwarzen Audi, der jetzt meint, er müsste hier noch ganz knapp rechts rein. Glücklicherweise sind der 71-jährige Fahrer des Audis und der LKW-Fahrer völlig unverletzt geblieben und es ist nur ein Sachschaden entstanden. Tobias ist hier zu später Stunde unterwegs und Sekundenschlaf. Das war ein Zentimeter zur Leitplanke und riesiges Glück. Riesiges Glück hat auch die Fahrerin da vorne, dass gerade kein Gegenverkehr kam. Was machst du denn da? Der Einsender hat dann noch angehalten, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, aber sie ist im Folgenden weitergefahren. Weniger Glück hat der Chris hier, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Darum, wenn ihr müde seid, lieber eine Pause zu viel, als gar nicht mehr anzukommen. Das wird gleich auf der Kreuzung richtig knapp hier mit dem Rettungswagen. Der Videoeinsender hier ist mit dem LKW unterwegs und hat eine grüne Ampel. Der Videoeinsender Jens fährt hier ca. 220 km/h. Alter Falter, ey. So ein Best-of-Video wie dieses habe ich ja auch schon im letzten Jahr gemacht. Was mir dieses Jahr aber besonders aufgefallen ist, ist die Anzahl der Standstreifenüberholer. Heide! Was macht denn der? Gut. Hier haben wir noch einen, das mag ja ein paar Mal gut gehen, aber irgendwann kommt der Tag, wo dann doch mal was auf dem Standstreifen steht. So wie hier zum Beispiel. Zum Glück war da noch genug Platz zum Bremsen, sonst wäre er volle Kanne hier in das Auto vom BAG geknallt. Ja, schneid mich halt doch mehr. Sag mal. Handy am Steuer ist gefühlt auch immer so ein Problem, was immer häufiger vorkommt. Was macht der? Und so schaut das Ganze aus, wenn das mit dem LKW passiert. Der hätte um ein Haar wirklich hier auf der Seite gelegen. Und ich würde mal sagen, jetzt ist Zeit für eine Verfolgungsjagd. Der Mopedfahrer da vorne flüchtet vor der Polizei und als er da vorne jetzt eine Polizeistreife stehen sieht, dreht er gleich um und fährt hier als Geisterfahrer wieder zurück. Auch auf der Flucht ist der Fahrer dieses dunklen Seat Alhambras oder VW Charans. Im weiteren Verlauf hat der Flüchtige wohl noch versucht, einen Polizisten anzufahren oder zu überfahren, wobei auch ein Schuss auf das Fahrzeug abgegeben wurde. Der Fahrer konnte dann aber gestoppt werden. 1,9 Promille Blutalkohol. Keine Verletzten. Hey, Digga! Digga, sag mal! Alter! Ha ha!
Der Fahrer hier in der folgenden Szene hat seit einem Monat den Führerschein und laut Aussage des Mitfahrers fahren sie gleich mit 120 hier in die Kurve. Wenn ich beste Freund. Mit 120, nicht so gut bei dem Wetter. Ja. Hier, komm. Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Scheiße. Fuck. Ja, okay. Das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Oh. Was doch, der LKW-Fahrer. Daniel, wir fahren jetzt langsamer. Und da der Mitfahrer hier 100% recht und wie schnell das auf Schnee auch mal schief gehen kann, sehen wir hier. Also Dominik, fertig. Da steigt schon aus. Hier achten wir mal auf den BMW da vorne links. Vom Hillmann aus nach Bruchsal ist jetzt auch nicht die große Rutsche. Oh, da rutscht einer und ab in die Leitplanke mit dem BMW. Ah. Nein, er ist gerade ausgestiegen. Der Vordermann vom Tobi hier dreht hier auch so ein paar Pirouetten. Den Preis für den, wie ich finde, genialsten Unfall dieser Folge gewinnt der Enrico. So wie hier schaut das übrigens aus, wenn der Container zu schwer für den LKW ist. Der Volvo in der Mitte wird hier auf die linke Spur abgedrängt. Und genau das gleiche passiert dem Mercedes-Fahrer hier in der folgenden Szene auch. Der Mercedes bedankt sich im Folgenden hier noch mit Daumen hoch beim Videoeinsender, der durch seine gute Reaktion hier einen Unfall verhindert hat. Bekloppte! What the fuck, Summer? Ja, Opa. Alter. Dieses Trecker-Überholmanöver hier geht übrigens ebenso schief. Das knallt. Das Auto wurde wohl später noch von der Polizei rausgezogen. Er hat hier keine rote Ampel, das ist für die Fahrradfahrer. Und die Frau da mit den Kleinkindern rennt bei Rot über die Ampel und schüttelt auch noch mit dem Kopf. Also, ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist. Das fragt man sich durchaus öfters, aber das Duell zur Mutter des Jahres gewinnt eindeutig sie hier. Meine Güte, hey! Die spinnt ja wohl! Now kids, Moby is a poppy. He's holding on to what I'm feeling. Oh no way! That's totally Moby! That's all right! Leider tonlos, aber trotzdem interessant. Der Audi hat wohl gebremst, weil er dachte, er schafft es nicht mehr vor dem Gegenverkehr. Die alleinige Schuld an dem Unfall hat unser Videoeinsender Chris bekommen, auch wenn ich das anstelle des Audis hier nicht ganz so clever finde, ganz hinten aus der Schlange zu überholen. Dem Videoeinsender fährt gleich ein älterer Herr hinten drauf, der danach wohl etwas in Panik gerät, wie man gut am Motorengeräusch hört, aber seht selbst. Oh, Alter! Was war das denn? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Er fährt auch noch rückwärts! Ach du Kacke! Ach du... Nimm den Schlüssel raus! So wie ich das verstanden hatte, wollte der ältere Herr jetzt danach seinen Führerschein abgeben. Es ist kein Personenschaden entstanden, alle unverletzt, nur Sachschaden. Die Person, die hier rechts in den Imbiss gerade reingegangen ist, hat vergessen, die Handbremse anzuziehen. Ich finde schön, dass die Fahrerin des Kias hier auch sofort anhält, um sich drum zu kümmern. Am Ende waren das 4000 Euro Schaden. Der ist krank. Oh, der ist... Oh, fast. Das war fast. Oh. Das, ja, das war fast ein Frontalzusammenschuss. Der ist absolut ein beklopptes Arsch. Und weg war er, das Spiegel, genauso wie der Unfallfahrer, der ist nämlich einfach abgehauen.
Mann! Meine Fresse. Das kannst du laut sagen. Die fahren hier im Stau die Abfahrt rückwärts wieder hoch. Der Taxifahrer fährt hier durch die Rettungsgasse. Wir gehen doch alle Straftaten hier. Hier wird auch fleißig rückwärts gefahren im Stau zur Abfahrt. Und wie kann man das Ganze noch steigern? Rückwärts durch die Rettungsgasse. Also manchmal fehlen einem dann ja schon die Worte. Wir haben doch heute die Geschwindigkeit noch nicht überschritten. Also noch nicht stark überschritten. Daniel und ich haben diesen Fahrer und die nächsten beiden Fahrer hier mit zwischen 160 bis 180 km/h berechnet, wobei später in der Folge noch ein richtig heftiger Geschwindigkeitsverstoß auf der Landstraße kommt, wohingegen das hier eigentlich fast schon blass wirkt. Anhand der Leitlinien berechnet fährt der vordere Motorradfahrer hier ca. 200 km/h. Wir sehen hier die Polizei im Gegenverkehr vorbeifahren und ich lasse die komplette Szene jetzt uncut weiterlaufen. Wir wechseln in die Heckansicht und kaum ist das Polizeiauto vorbei. Der ist doch bescheuert. Und ich bin auf diesem Teilstück jetzt hier als Durchschnittsgeschwindigkeit auf 130 km/h gekommen und wir sehen ja, wie der da vorne noch weiter knallt. Der wird in der Spitze wahrscheinlich noch schneller gefahren sein. Dass solche Leute nicht erwischt werden, dass solche Leute immer noch einen Führerschein haben. Verrückt. Immer noch ein Führerschein ist übrigens ein gutes Thema. Viele Leute fahren wahrscheinlich auch einfach ohne Führerschein weiter. Die Mercedes sind hier wohl in illegales Straßenrennen gefahren und werden von der Fahrradpolizei jetzt hier angehalten. Der Fahrer steigt aus und ergreift einfach direkt die Flucht. Das Auto wurde am Ende noch sichergestellt, der Fahrer hatte keinen Führerschein. Und hier mal ein krasses Gegenstück zur bisherigen Raserei. Hier sind Tempo 100 erlaubt, der BMW da vorne sieht jetzt einen Blitzer und bremst auf der rechten Spur auf ungefähr 40 km/h ab. Oh Alter, ey! Ich will jetzt nach Hause. Annabeth runzelte die Stirn. So, jetzt kommt da vorne Gegenverkehr. Kotflügel bald weggefahren. Ja, zwei nach. Ich verzeihe dem Fahrer. Fahrer. Oh, Alter! Ey, jetzt hätt's beinahe geknallt, du. Jetzt hätt's beinahe geknallt. Apropos Auffahrt und Unfälle. Vielleicht kann es von euch jemand beantworten, wie lebensmüde muss man sein, um vor dieser Kuppe hier zu überholen. Also, gefährlicher geht's gar nicht. Der König! Alter! So, was sollen wir jetzt bitte in der Situation tun? Der kann nicht weiter nach rechts und der LKW kann sich nicht in Luft auflösen. So Leute, bitte festhalten. Ich habe versucht, anhand des Lichtkegels an den Leitpfosten die Geschwindigkeit zu berechnen und das ist das Ergebnis. Krank. Einfach nur krank. Was bisher ja gefehlt hat, Rotlichtverstöße, jetzt habe ich hier mal ein paar, aber später in der Folge kommt noch ein richtig krasser. Rote Ampel mit dem Fahrrad bei Rot über dem Bahnübergang. Oder hier fährt unsere Kamera bei Grün los und der Querverkehr fährt knallhart über Rot.
Dass solche Leute dann mal erwischt werden, ist doch relativ selten, aber hier steht die Polizei zufälligerweise mal an genau der richtigen Stelle. Das da rechts ist, glaube ich, der Mannschaftsbus des SC Freiburgs und der BMW vor uns zieht gleich ein richtig heftiges Manöver ab, weil er sich durch das dichte Auffahren unserer Dashcam hier wohl provoziert fühlt. Und das ist wirklich ohne Worte. Der BMW hat hier eine Vollbremsung von 150 km/h bis zum Stillstand hingelegt und auch der Bus vom SC Freiburg hier musste über den Standstreifen ausweichen. Sprachlos. Und weil wir noch gar kein richtiges Road Rage hatten, unsere Kamera hat hier Vorfahrt, wobei ich das im Folgenden schon ein bisschen befremdlich finde, wie das wegen so einer, in Anführungszeichen, Kleinheit hier so eskalieren kann. Was? Bist du b**** oder was? Ja, hier! Ja, deine Sch**e aufgenommen, du. Ich hab Vorrang und du nicht. Geh nochmal in eine Fahrschule, vielleicht lernst du was. Die Ampel des Einsenders hier ist eindeutig grün. Alter, ist der verrückt! Alter, ist der verrückt! Da man hier jetzt wenig sieht, Marco hat rechts ein Fahrzeug übersehen, was gekommen ist und ist halt rausgefahren, hat noch gebremst. Und er hat ihn von der Seite erwischt. Also ich schmeiße jetzt mal in den Raum, dass der 120 drauf hatte. Wen meine ich? Ha, den hier. Der fährt ganz schön schnell. Also meiner Rechnung nach von Punkt zu Punkt ungefähr zwischen 120 und 160. Und was der Motorradfahrer zu schnell gefahren ist, fährt der Opel Corsa hier links gleich zu langsam, weil er vermutlich durch die Straßenmarkierung irgendwie verwirrt ist. Hier sieht man mal, wie wichtig das Sichtfahrgebot auch auf der Autobahn sein kann. Die Leute waren hier glücklicherweise schon aus dem Auto draußen gewesen und ist wohl weiter auch nichts passiert. Aber wenn unser Einsender hier nicht 130 gefahren wäre, sondern vielleicht 200, das hätte ich nicht sehen wollen. Hier haben wir wieder ein Überholmanöver der Kategorie unglaublich. Man sieht hier schon deutlich den Gegenverkehr kommen, aber seht selbst. Vor der Kurve. Kategorie unglaublich ist auch das Fahrverhalten der Feuerwehr hier. Das ist keine Einsatzfahrt. Wesentlich mehr verdienen wir erstmal. Alter. Was ist das für ein Arsch? Der ist voll im Gegenverkehr gefahren. Ja. Alter. Ist zum Glück wieder zurückgeklettert. Andreas konnte den Fahrer später noch überholen und ihn darauf aufmerksam machen. Was für Fahrer? Ja, du musst warten. Und auch best-of-würdig finde ich das Verhalten hier am Zebrastreifen. Da steht ein kleines Schulkind links am Zebrastreifen und es ist rechts vor links.
Was in dieser Folge bisher auch gefehlt hat, sind Geisterfahrer. Wir fangen erstmal mit den in Anführungszeichen harmloseren an. Hier sehen wir auf der Straße auch gleich zwei Autos entgegen der Fahrtrichtung fahren. Zum einen der Mercedes hier und da kommt jetzt noch einer. Was ist denn mit denen? Wo fahren Sie hin? Da fragt man sich ja schon, wie das passieren kann. Hier mal ein Erklärungsversuch. Wir hätten rechts rumgemusst. Und jetzt steigern wir uns mal und werden schlimmer. Der hier wäre fast falsch rum auf die Kraftfahrstraße aufgefahren am Kreisverkehr. Der Fiat Panda in der nächsten Szene fährt nicht nur fast falsch rum auf, sondern tatsächlich, der Videoeinsender hat die Polizei angerufen. Die Polizei hat ihn wohl gestoppt und ihm den Führerschein abgenommen. Was ich persönlich noch heftiger finde, ist es, auf einer zweispurigen, baulich getrennten Bundesstraße zu fahren und ernsthaft auf die Idee zu kommen, dass es eine gute Idee wäre, da zu wenden und zurückzufahren. Unser Mario beweist hier Courage, steigt aus, geht hin und macht ihr mit aller Deutlichkeit klar, dass das hier eine verdammt schlechte Idee ist. Hallo! Junge! Alter! Hier sehen wir, warum Sicherheitsabstand wichtig ist. Und in anderen Situationen wie am Stauende kann fehlender Sicherheitsabstand auch mal richtig schief gehen. Aber da hatte ich grün gehabt, ne? Der LKW auf der rechten Spur wird hier fast bis zum Stillstand ausgebremst. Stillstand ist übrigens glatt ein gutes Stichwort. Das knallt! Jawoll, du Rindvieh!
Und auch hier in dieser Szene haben wir es mal wieder extrem eilig. Was ein Vogel! Und dann mit blinkenden Bremsleuchten wieder reinziehen. Alter, wie kann man? Vorne rechts gibt's gleich Action. Die Bremse an so einem LKW-Auflieger funktioniert über Druckluft. Und da wird wohl ein Schlauch geplatzt oder abgerissen sein. Als Sicherheitsvorrichtung blockieren dann die Bremsen am Auflieger. Da sind auf jeden Fall heftige Bremsspuren. Ich finde, der LKW-Fahrer hat das hier aber gut gehandelt. Alter! Hier fahren wir ca. 210 km/h. Dass die sich hier tatsächlich nicht berührt haben, also da hat ja wirklich gar nichts gefehlt. André ist hier mit knapp 210 km/h unterwegs. Guck ihn das nächste Mal! Das war knapp. Hier fahren wir ca. 230 bis 240 km/h. Der Gegenverkehr fährt hier bei Rot. Es kommt so 10, 15 Minuten, ich sehe ja okay. Ich sehe es auch. Leider habe ich hier keine Infos, ob der Gegenverkehr angehalten hat oder ausfindig gemacht werden konnte. Und nebenbei. Boah! Tschüss! Oh mein Gott! Es darf jetzt nicht wahr sein, oder? So, Jan hat seit ungefähr einem Jahr seinen Führerschein und befindet sich aktuell auf einem Fahrsicherheitstraining und wie es der Zufall so will, der Hintermann hat scheinbar irgendwas in seinem Auto gesucht und ja, dann ist das passiert. Nicht schlecht, gut. So wie ich es dann rausgelesen habe, der Hintermann hat es dann total abgestritten und dann kam die Polizei. Jan hat die Dashcam-Aufnahme gezeigt und dann hat der Hintermann direkt eine Anzeige gekriegt und Jan für 3000 Euro eine neue Heckschürze. Alter! Wie ihr gesehen habt, die haben sich berührt. Der schwarze Transporterfahrer hat der Polizei geschildert, Mohammed wäre zu schnell gefahren und ihm dann hinten hinten draufgeknallt. Mohammed konnte es aber dank Dashcam und unabhängigen GPS-Fahrtenschreiber beweisen, dass er erstens nicht zu schnell war und zweitens er so eine scheiß Aktion gemacht hat. Die Polizei hat dem Transporterfahrer nichts mehr geglaubt und das war dann ein Gesamtschaden von 4.500 Euro. Und das ist schon erstaunlich, wie hilfreich so eine Dashcam sein kann. Der LKW setzt jetzt hier zurück und fährt Marc Blume hier in seinen LKW rein. Im Folgenden fährt der LKW jetzt hier einfach weiter, wurde wohl von einem anderen PKW dann gestoppt und der Fahrer hat das dann alles abgestritten. Bis er dann die Dashcam gesehen hat, dann konnte er sich plötzlich wieder dran erinnern. Also das ist manchmal schon erstaunlich. Der, wie ich finde, heftigste Rotlichtverstoß dieser Folge kommt hier. Wir haben uns Mühe gegeben, die Geschwindigkeit hier möglichst gut auszurechnen. Wir sind uns aber 100% sicher, dass es über 190 km/h waren. Wow! Alter! Und bei solchen Manövern würde man sich ja durchaus mal wünschen, dass die Polizei an der Ampel am richtigen Ort stehen würde. Weil wer mit ungefähr 200 über eine rote Ampel fährt, der hat ja nicht nur mit seinem eigenen Leben abgeschlossen, sondern gefährdet auch massivst andere. So, die Dashcam ist jetzt mit 200 Stundenkilometer unterwegs. Da vorne kommt eine Auffahrt und da, wo der Pfeil ist, fährt jetzt ein VW auf die Autobahn auf.
drückt sich durch die ganzen Fahrzeuge durch, sieht die Dashcam nicht und fährt wieder zurück. Oh, scheiße doch. Und dann wurde unser unsichtbarer Christian mal wieder übersehen. Der Einsender ist hier im Urlaub unterwegs mit einem Motorrad samt Beiwagen. Wenn es stark schneit und ich nicht zu Hause bin, ich allerdings wie vertraglich verpflichtet wurde, den Schnee zu beseitigen. Die die Mafia in deren Mutterland genießt, die Überzeugungskraft der Verbrecher aus dem Metzelgenre. Eine kleine Zwischenbemerkung an alle, die vielleicht neu sind oder an die, die noch kein Abo dagelassen haben. Lasst doch gerne ein Abo da, wir freuen uns immer darüber und in diesem Sinne, weiter geht's mit der Action. Und das waren wirklich Zentimeter, riesiges Glück für alle Beteiligten hier. Ganz dicht oder was, ey? Laut dem Videoeinsender ist hier eine Seniorin am Steuer und sie übersieht diese riesige Kante hier auf der rechten Seite und fährt sich die Unterbodenverkleidung kaputt und angeblich hat sie sich auch noch einen Reifen kaputt gefahren. Hier ist laut dem Videoeinsender ein älterer Herr am Steuer und er hält sich jetzt hier extrem weit rechts, wahrscheinlich weil er von den Mähfahrzeugen abgelenkt ist, obwohl da Fußgänger sind. Und er fährt hier ordentlich dem Jungen in die Hacken, der riesiges Glück hat, dass er in dem Moment des Aufpralls das Gewicht auf dem rechten Bein hat und nicht auf dem linken Bein, sonst hätte er sich da wirklich heftig verletzen können. Aber was komplett unverständlich ist, der Fahrer scheint das nicht gemerkt zu haben, sondern er fährt einfach weiter. Bist du irre? Was passiert, wenn man ein bisschen abgelenkt ist und im Gegenverkehr meint einer, der müsste über diese doppelt durchgezogene Linie fahren und den ganzen Verkehr aufhalten? Das passiert. Geschworen, sich nie wieder auf ein solches Abenteuer einzulassen, auch wenn Eva stets gesagt hatte, man dürfe sich von einem Fehlschlag. Hinter unserem Videoeinsender hier ist eine wunderschöne Lücke, wo der DPD reinfahren könnte, aber das wäre ja zu einfach. Wie man falsch rum im Kreisverkehr landen kann, ist ja schon echt ein Rätsel. Im Folgenden sehen wir mal zwei Szenen der Entstehung. Was macht denn der? Ja, was ist?
wenn du durchkommst und wir aufhören, fahren wir. Das Wetter. Und jetzt haben wir immerhin nochmal eine Fahrradszene. Dieser Seitenabstand hier beim Überholen ist schon heftig. Alter, Alter, das ist doch bescheuert. Ei Gott, hey. Alter. WTF, Alter. Und geradeaus. Wollt ihr mich eigentlich hops nehmen? Dustin hat bei dieser Einsendung darum gebeten, dass wir doch mal die Geschwindigkeit ausrechnen. Das machen wir doch gerne. Das hier war schon die 300. Folge auf diesem Kanal und an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle Videoeinsender, an euch, die so zahlreich diese Videos in diesem Jahr hier geschaut haben und uns das alles dadurch erst ermöglichen. Daniel und ich sagen einfach einmal Danke.